So. Wollen wir das einfach machen? Wir machen das einfach mal. So. Das Vibrant Jetpack braucht halt noch mehr von den Capacitern. Jetzt gucken wir nochmal, was wir an Capacitor haben. Einen einzigen Basic Capacitor. So. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Octadic Capacitor. So, von denen brauchen wir 5. Das heißt, wir brauchen 10 von denen. Das heißt, wir brauchen 20 von den Basic Capacitern. Also 19, weil wir ja schon einen haben. So, Flint and Steel. Ich weiß schon, warum ich das automatisieren wollte. Das ist ja kein Scherz, ne? Ich weiß schon, warum. Ich verstehe das nicht, warum der das nicht angezündet hat. Vor allem, weil das Geräusch kommt. Das Geräusch kommt und man denkt, yay, funktioniert. Und 5 Sekunden später hat er das Flint and Steel aufgebraucht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Da hättest du nicht mal ein Würstchen mit gar gekriegt. Nicht mal ein kleines Würstchen. Na schön, ist egal. Es wird sich wahrscheinlich nie ändern. Ich werde immer wieder hier runterkommen müssen und immer wieder alles anzünden. Ich meine, irgendwann wird es ein Ende haben. Einfach nur, weil wir dann alles gebaut haben, was in Ender.io für mich interessant ist. Dann haben wir ein gutes Jetpack, dann haben wir die guten Maschinen und dann baue ich auch keine Capacitor mehr. So, ab einem gewissen Punkt ist es einfach egal, da brauchen wir es nicht mehr. Aber aktuell ist es leider sehr nervig. So, jetzt mit Brandwunden zurück, jetzt haben wir 15. Das reicht ja nicht mal. Das reicht ja nicht mal. Was habe ich gesagt? 20 brauche ich. Es reicht ja überhaupt nicht. Ja. Ja, schaudert vor meinem Werk. Die Welt wollte es ja so. Die Welt wollte brennen. Sie wollte in Flammen stehen. Ich wollte das nicht. Die Welt wollte das. Ihr habt mich dazu gezwungen. So, jetzt haben wir 37. Und diesmal sogar fast ohne Brandblasen. So. Ich brauche immer noch 11 weitere. Okay. Jetzt müssen wir alle auf Double-Layer-Capacitor upgraden. So. Oh Gott. Ah! Ne? Oh ja! Okay. Und jetzt müssen wir alle auf Octadic Capacitor upgraden. Und dafür brauchen wir halt hier die Vibrant Alloy Ingots. So, die wir natürlich nicht haben. Da brauchen wir die Energetic. Oh, ich habe alle Energetic Ingots aufgebraucht. Okay. Buchstäblich alle. Hier müsste aber noch Glowstone drin sein, den er nicht exportieren konnte. Genau. Was, Lapis ist nicht... Lapis ist nicht auf der Liste? Das kann ich ja kaum glauben. Dem werden wir nachgehen. Oder ist der hier nicht auf... Na toll, jetzt habe ich einen Glowstone verlegt. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ist wie Redstone. Ich weiß nicht, was das soll. So. Ah, jaha. Okay, gut. Deshalb verarbeitet er gerade nichts. So. Jetzt nehmen wir nochmal Redstone. Und nochmal Gold. Jetzt machen wir einen ganzen Stapel. Jetzt ist mir alles egal. So. Bam, bam. Bam, habe ich gesagt. So. Du verarbeitest jetzt einen ganzen Stapel. Und dann brauchen wir einen Haufen Enderpearls. Ja, wir haben nicht wirklich einen Haufen. Wir haben halt 16. Aber wir haben hier hinten in unserem Loot haben wir nochmal 16. Und nochmal 10. So, das sind jetzt tatsächlich die wichtigsten Drops, die wir von da mitnehmen können. Alles andere ist relativ unwichtig, sage ich mal so. Die Köpfe, ja, sind auch nett. Aber es ist relativ irrelevant, was wir sonst noch so finden da drin. Okay, jetzt bräuchten wir natürlich wieder einen zweiten Alloy-Smelter, um die Pulsating Ingots herzustellen. Oder Vibrant Alloy, besser gesagt. Wir brauchen hier alleine für 5 Rezepte brauchen wir 10. Dann brauchen wir hier nochmal 4, nochmal 14. Und dann brauchen wir nochmal 15, 16, 17, 18. So, wir brauchen erstmal 18 Energetic. Wir brauchen erst einmal 18, nicht wahr? Und dann können wir die erst einmal herstellen. So. Das ist ja lustig. Okay, super. Dann werden die erst einmal hergestellt. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns denn sonst noch was auf Lager legen.
weil weiter geht es dann, dass wir erstmal mit Dark Steel Armor Plating ausrüsten müssen und dann können wir zu Dark Solarium gehen. Also wir brauchen tatsächlich vorerst kein weiteres Energetic Alloy, weil Dark Solarium ist Dark Steel, Solarium und Pulsating Crystal. Solarium ist nur Gold und Soul Sand und Pulsating Crystal haben wir schon gesehen. Wir brauchen also gar kein weiteres Energetic Alloy. Ich meine, wir können ruhig noch was herstellen, aber es ist eigentlich vorerst nicht nötig. Wir machen hier ruhig hier 35, was wir gerade an Redstone noch haben, stellen wir ruhig noch her. Was soll's? Machen wir einfach. So, komm schon, werd mal fertig und dann können wir nämlich unser ganzes Zeug schon bauen. So, das machen wir hier erstmal so. Und dann können wir die Octadic Capacitor alle bauen. Bam, es sind 5 Stück. Und dann können wir hier den Vibrant Thruster bauen mit Vibrant Crystal. Oh, da brauchen wir Vibrant Alloy Nuggets. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Scheiße, dann brauchen wir doch mehr. Okay, 1 und 2. Und dann natürlich nochmal 1 und 2. Und 1 und 2 und 4. So. Und dann brauchen wir auch noch... Okay, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen dann noch sowas. Bam. Und dann haben wir hier ein Vibrant Thruster. Und dann haben wir schon keine mehr. Okay. Da brauchen wir halt doch ein bisschen mehr. Was soll's. Nicht schlimm. So. Warum kann man Enderpearls eigentlich nur bis 16 stapeln? Das habe ich noch nie verstanden, was das soll. Ich sehe einfach... Ich verstehe das nicht. So, da haben wir den zweiten Vibrant Thruster. Und dann brauchen wir ja nur noch die restlichen Vibrant Alloy Ingots. Da sind sie, Vibrant Jetpack. Und da passen plötzlich 20 Millionen rein. So, das ist einfach mal das Hundertfache von dem, was wir eben noch hatten. Gut, das ist doch schön. Vibrant Alloy wird jetzt noch ein bisschen mehr hergestellt. Das schadet jetzt auch wieder nicht. Das ist jetzt wieder klassisch Pesti. Schadet nicht, lass den mal machen. Das ist jetzt nicht schlimm, das brauchen wir, wenn wir irgendwann mal unsere Kabel noch aufrüsten wollen. Von daher ist es tatsächlich nicht so dramatisch. So, den lassen wir jetzt noch machen. Und dann machen wir hier noch ein paar Energetic Alloys und dann sind wir hier durch. Dann können wir jetzt erst mal gucken, unser Vibrant Jetpack, ja, es ist natürlich sofort leer. Der Wire Charger hat nur 500.000, hier passen aber 20 Millionen rein. Das ist das 40-fache. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Aber der Graphical Power Monitor sagt dazu nichts. Das heißt für uns... Oh doch, er hat einen kleinen Einknick. Das heißt aber für uns, dass er mehr Strom bekommt, als die Stromkabel übertragen können. Oder mehr, als dieser Wire Charger ausgeben kann. So, der kann vielleicht nur 3000 anfordern und die Kabel können 5000 übertragen. Aber wenn die Capacitor Bank sowieso ein Plus von 6000 hat, dann ist es so oder so egal. Oh doch, sie wird erheblich. Oh, da zeigt es sich jetzt. Okay, sie wird erheblich kleiner. Das ist aber auch ein sehr irreführender Graph, weil hier haben wir 1 Million und hier sind nur 60.000. Und im gleichen Abschnitt sind 4000 und plötzlich nur 256. Nicht 1000, sondern nur 256. Und im gleichen Abschnitt sind 16 Millionen, 256 Millionen und 2 Milliarden. Das ist ziemlich unglückliche Anzeige. Ich meine, das spricht eine sehr deutliche Sprache, dieser Graph. Aber ja, also da muss was passieren. So geht es nämlich nicht. Wenn wir das jetzt hier wegnehmen, der Wire Charger ist der einzige, der hier sich so fett gefressen hat, dann erholt sich das eigentlich augenblicklich wieder. Müsste es zumindest. Ist immer noch auf Null. Warum ist es immer noch auf Null? Könnte es sein, dass es Nacht ist? Ja, es ist Nacht. Das ist natürlich, das macht es natürlich deutlich ungünstiger. Weil jetzt müsste sich das eigentlich gleich wiederholen. Der Wire Charger ist immer noch sehr hungrig und der hat einen großen Puffer von 500.000. Und wenn der voll ist, dann müsste sich das alles wieder ein bisschen beruhigen. Also das wird wahrscheinlich so bleiben.
das ist halt jetzt der Punkt mit dem Wired Charger. Wenn wir einen noch besseren Wired Charger haben, dann hat der selber einen Puffer, der so groß ist, dass wir unser Jetpack mit einmal aufladen können. Aber so oder so ist es äußerst selten, dass es komplett leer ist und wir wirklich 20 Millionen aufladen müssen. Das wird wahrscheinlich so gut wie nie passieren. Ja, jetzt laden sich erstmal die Conduits auf und dann lädt sich die Capacitor Bank auf. Das ist auch so eine etwas seltsame... Ja, es ist ein bisschen seltsam. Ich meine, so oder so, wir könnten das Vibrant Jetpack jetzt eigentlich da drin lassen und es aufladen lassen. Aber nur, um das mal zu zeigen, wir sind jetzt erheblich schneller beim Aufsteigen und ich bin auch beim Fliegen schneller. Ich muss jetzt nicht mehr rennen, um die Renngeschwindigkeit zu haben, und wenn ich renne, bin ich erheblich schneller. Wir gehen mal raus, damit ich das demonstrieren kann. Weil jetzt bin ich deutlich besser unterwegs, und wenn wir jetzt einen längeren Weg zurücklegen oder auch im Nether oder so, dann geht es erheblich besser. So, ich laufe jetzt ganz normal oder aus dem Stand. Guck mal, alleine mal der Aufstieg ist extrem. Und wenn wir jetzt einen Hover machen auf L, dann hovern wir auch tatsächlich. Nein, wir hovern immer noch nicht. Wir sinken ganz wenig. Das sieht man nur an den Blättern. Es ist kein perfektes Hovern. Oh Gott, das ist doch albern. Es darf nicht perfekt sein. Es ist perfekt mit der Jetplate. Wenn wir es nochmal upgraden, dann ist es perfekt. So, wenn wir jetzt aber rennen, dann sind wir sehr schnell unterwegs. So. Wir sind auch schneller unterwegs, wenn man aufsteigt. Also wenn wir fallen, und wenn wir fallen, dann bewegen wir uns nicht so schnell vorwärts. Wir bewegen uns also umso schneller vorwärts, je mehr wir an Höhe gewinnen während des Fliegens. Und das ist dann natürlich so eine Sache, wir wollen ja eigentlich im Hover sehr schnell sein. Oh, bei Hover geht sehr gut. Geradeaus. Hover geradeaus ist fantastisch, weil wir im Prinzip die ganze Zeit Treibstoff verbrauchen. Das funktioniert sehr gut. Wenn wir jetzt mal stehen bleiben und nicht mehr rennen, dann sinkt das extrem. Aber das funktioniert ja toll. Wir rennen einfach, fliegen los und machen dann den Hover an. Dann steigen wir nicht mehr so schnell, aber weil wir praktisch die ganze Zeit so ein bisschen gegen die Schwerkraft arbeiten, automatisch können wir uns sehr schnell vorwärts bewegen. Das ist super. Das gefällt mir gut. Ich muss zwar immer umgreifen, weil Hover Mode auf L angeht und aus, aber das funktioniert hervorragend. Da könnte man jetzt noch sagen, okay, wir bauen die Jetplate, einfach weil sie schön anzusehen ist. Ne? Weil wir jetzt sagen, oh, die wollen wir eigentlich schon doch noch haben. Na, das ist denn so der einzige Grund, warum man das baut. Das hat sich jetzt wieder erholt. Und so sah das halt aus, als der Void Ore Miner lief, aber die ganze Zeit immer mit diesen Bögen. Und dann wusste man, in jedem Tal war es gerade Nacht. Fand ich ganz lustig. So, wir laden das hier trotzdem nochmal volle Kanone auf. Und er wird sich dann hier sofort beschweren. Und es geht rapide runter. Weil die Conduits viel mehr raussaugen, als das Solar Panel oben herstellen kann. Aber das macht auch nichts. So. Wir nehmen den jetzt hier wieder raus, bevor er mein komplettes System leer saugt, weil dann haben wir auch nichts davon, weil denn die Ores nicht verarbeitet werden. So, das wollen wir aber. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dahin werden die Ores verarbeitet. Den Void Ore Miner machen wir jetzt nicht an, weil ich finde, wenn wir jetzt mal bei Ingot gucken, haben wir eigentlich von allem eine ziemlich gute Menge. Wir haben... meine Iron und Gold, wir gehen nirgendwo in die Tausende. Das ist jetzt schon mal so ein wichtiger Aspekt. Wir müssen auf jeden Fall 4 Dark Steel herstellen, um die Rüstung besser bauen zu können. Das ist halt etwas, was wir jetzt, wo wir jetzt noch nicht so viel haben. Ja, Dark Steel ist halt ein bisschen nervig herzustellen, weil wir da Obsidian brauchen. Also muss ich mir irgendwas überlegen, um Obsidian zu farmen. Aber man kann ja leider kein Wasser im Nether auskippen. Ansonsten hätte man da den perfekten Obsidian-See, was ja nun leider nicht geht. Naja, schön. Aber ich denke, wir sind gut ausgerüstet. Das Jetpack sieht jetzt natürlich hier ganz nett aus, ne? Das ist ganz cool, das kleine 3D-Modell. Wir sind bereit für den nächsten Schritt, das wahrscheinlich einfach heißt, besseres Jetpack. Und nicht, weil ich irgendeinen Plan habe, was ich damit machen will, sondern einfach nur, weil haben will. Das ist, glaube ich, auch ein legitimer Grund. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.